Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Dick-Schmiede. Heute mal wieder mit einem Nilfgaardischen Deck. Ja, auch mal wieder eine Gwent-Folge. Für die, die sich fragen, warum momentan vielleicht ein bisschen weniger kommt. Wir haben wieder angefangen, eine Dark Souls-Season zu rennen. Für die, die nicht wissen, was wir da machen. Ich und quasi ein paar andere Streamer, die auch unter anderem von Gwent, also zum Beispiel New Peace, David, aber auch vielleicht jetzt der Bengelturm-Falk oder so. Wir machen hin und wieder mal so eine Dark Souls-Season, wo wir quasi versuchen, so weit wie möglich zu kommen, ohne zu sterben. Wenn man gestorben ist, ist man quasi raus. Und ich habe mich so ein bisschen jetzt die Tage auf diesen Run vorbereitet. Wir werden ihn heute Abend um 19 Uhr anfangen. Vielleicht wird es auch schon vorbei sein. Und sobald er vorbei ist, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Gwent-Content geben. Aber ich habe mich jetzt erstmal die Zeit darauf ein bisschen fixiert, damit wir das Ding schnell durch haben und uns dann wieder voll Gwent widmen können. Kommen wir zum Gwent-Deck. Wir spielen wieder Nilfgaard. Wir spielen wieder Maskenball. Der Grund, warum ich Maskenball mal wieder ausprobieren wollte, ist, weil momentan sehr viel Neckar gespielt wird. Das heißt, es ist weniger Hitzewelle im Umlauf. Und weniger Hitzewelle heißt, weniger Maskenball verschwindet vom Feld. Maskenball ist eine ziemlich interessante Karte. Ich mag ihn immer noch relativ gerne. Ich muss allerdings sagen, dass ich momentan vielleicht ein bisschen schwächer finde. Weil sie haben Maskenball damals ordentlich genervt auf 15 Rekrutierung. Es war damals das teuerste Szenario überhaupt. Und auch der Support für Maskenball im Vergleich zu, sagen wir mal, Alchemie-Skellige mit Gadinave, der ist halt nicht unbedingt so weitergekommen, wie man es vielleicht gewünscht hätte. Also bei Gadinave haben wir eine Menge neue Druiden- und Alchemie-Karten gesehen. Und hier bei Maskenball ist in letzter Zeit so gut wie kaum was dazu gekommen. Maskenball kann aber immer noch verdammt stark sein. Und zwar generieren wir beim Ausspielen eine durstige Dame. Diese durstige Dame verbessert sich jedes Mal, wenn der gegnerische Einheit einen Statuseffekt erhält. Und wir kriegen zwei Fangzähne und diese Fangzähne vergiften eine Einheit. Das heißt quasi, Maskenball ist diese durstige Dame plus ein Ziel, was wir vergiften können, plus zwei Fangzähne des Kaiserreichs. Das heißt, wenn er durchkommt, provisionstechnisch kann er sich immer noch lohnen. Wenn alle drei Karten überlegen, sind sogar schon allein die Einheiten, die wir durch ihn kriegen, 14 Punkte für 15 Rekrutierung plus das Giftziel. Also es ist keine verkehrte Karte. Und dadurch, dass momentan so wenig Hitzewelle gespielt wird, habe ich ihn mal wieder ausprobiert. Das Ding ist auch, man sieht es in der Deckliste, wir spielen kein Hingabe-Maskenball-Deck mehr. Das liegt an einer bestimmten Karte, Ring der Gunst. Ring der Gunst ist momentan, ich möchte fast sagen, vielleicht sogar die stärkste Karte aus dem ganzen Set, auch wenn vielleicht manche andere sagen, okay, Priesterin oder Neckar, ja, sind auch gut. Ring der Gunst ist aber so eine Karte, die habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen sich wirklich in die Decks reinschleichen gesehen und momentan sieht man fast nur noch Ring der Gunst in den meisten Decks drinne. Und wir spielen diese Karte auch. Ring der Gunst ist für die erste Runde unfassbar wichtig. Maskenball hat für die erste Runde wirklich ziemlich schwaches Tempo teilweise. Das heißt, so eine Karte wie Ring der Gunst kann da wirklich enorm weiterhelfen, indem wir einfach viele Punkte mit ihr machen können. In den meisten Fällen wird dieser Ring für 12 oder 14 Punkte ausgespielt. Es gibt auch manchmal Szenarien, da wird der Ring vielleicht für 20 Punkte ausgespielt. Aber ja, Ring der Gunst ist momentan sehr begehrt und ich möchte nicht auf diesen Ring verzichten, wenn ihn jeder andere spielt. Weil das würde in den meisten Fällen heißen, wir haben die erste Runde wahrscheinlich verloren. Eine andere Karte, die wir in diesem Deck spielen, sind Reisegefährten. Reisegefährten einfach nur, weil Maskenball, wenn wir die erste Runde doch noch verloren haben, vielleicht in der zweiten Runde das Tempo durch Reisegefährten ausreicht, dass wir Maskenball nicht zweite Runde raushauen müssen. Das habe ich so ein bisschen überlegt. Hat in manchen Fällen funktioniert. Andererseits kann man mit Reisegefährten auch in der zweiten Runde, wenn man Kevate dann erst gespielt hat, den Maskenball oder sonstige Karten noch nachziehen, die man sich nach oben gelegt hat. Von daher funktioniert er relativ toll. Ansonsten Propheten. Das ist eine Karte, die würde ich wahrscheinlich aus diesem Deck rauskicken. Und dafür noch irgendeine Taktikkarte oder sonstiges spielen. Wir haben diesen Propheten jetzt nochmal ausprobiert. Einfach weil er eine neue Karte ist. Prophet ist wirklich schwierig zu beurteilen. In den meisten Spielen hat der Prophet einfach nur was Schlechtes blockiert. Und in manchen Fällen sogar etwas blockiert, was überhaupt keinen wirklich tollen Effekt hatte. Von daher war der Prophet in manchen Fällen wirklich schwierig. Es gab aber auch. Das ist das Problem am Propheten. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in einer Runde sehen. Man weiß einfach nicht, wie gut der Prophet wirklich in dieser Runde war. Ob er einen vielleicht dann doch den Hintern gerettet hat oder ob der Prophet einfach nur so, ja, er wurde jetzt ausgespielt, war da. Es gibt manchmal diese Szenarien, wo der Prophet echt gut sein kann, wenn der Gegner vielleicht noch einen Finisher hat. Was der Prophet macht, ist, er blockiert die gegnerische Hand. Solange bis der Gegner eine Karte ausspielt, danach entblockiert sich die gegnerische Hand oder wenn quasi der Gegner gepasst hat, blockiert sich die Hand auch. Wenn wir allerdings einen Adrenalin-2-Effekt haben, das heißt, wir spielen ihn quasi aus, wenn wir nur noch drei Handkarten haben, dann blockiert er sich stattdessen selber. Das heißt also quasi, er ist dann 8 Punkte für 7 Rekrutierung. Ansonsten schädigt er sich noch um 2 Punkte und gibt einfach der nächsten gegnerischen Einheit, die ausgespielt wird, Block.
Der Block ist relativ interessant, weil der Block betrifft natürlich auch Ausspieleffekte, aber ja, in den meisten Fällen war der Prophet nicht so toll, dass ich sagen würde, ich würde ihn in diesem Deck drin behalten. Es ist wirklich schwer, den Propheten zu messen. Ich würde ihn wahrscheinlich eher rauspacken, vielleicht noch eine Taktikkarte rein. Wannemar oder so wäre vielleicht noch eine relativ gute Alternative. Wir spielen in diesem Deck relativ viel mit Block. Und dann könnte man noch eine Vierer-Provisionskarte austauschen gegen vielleicht eine weitere Fünfer oder auf jeden Fall eine weitere Taktikkarte rein. Weil wir brauchen die Taktikkarten für Kevate. Es gab manchmal Matches, da war Kevate ein kleines Problem, dass wir ihn wirklich relativ spät gezogen haben oder gar nicht gezogen haben, wenn es wirklich scheiße läuft. Und Kevate sortiert die Karten von gut nach böse, von hoher nach niedriger Provision. Wir spielen in diesem Deck halt wirklich nur drei Taktikkarten. Wir haben einen fürstlichen Erlass, der manchmal ein bisschen komisch sein kann, aber im Endeffekt, wenn wir wirklich einen Adling brauchen, kann er uns einen Adling rausholen. Wenn wir in der ersten Runde wirklich eine Karte brauchen, kann er uns die auch rausholen. Von daher fand ich ihn gar nicht so verkehrt. Wir haben Experimentelles und wir haben zweimal kaiserliche Diplomatie. Das heißt, Kevate hat nur vier Taktikkarten, was vielleicht ein bisschen wenig ist für ihn. Das heißt, Prophet, ja, man könnte ihn austauschen, könnte einen Wandermal rauspacken und könnte vielleicht noch irgendeine Taktikkarte reinlegen, wie man es will. Wir haben ihn getestet. Das ganze Deck stand wirklich nur, um zu gucken, wie Maskenball momentan steht und wie der Prophet momentan steht. Maskenball möchte ich tatsächlich sogar sagen, dadurch, dass einige Leute vielleicht ein bisschen weniger auf Angriff spielen, vielleicht so eine High-Wall-Decks wie die Priesterin spielen, und Maskenball wirklich noch immer noch sehr kontrolllastig ist. Wir können mit Gefangenschaft blockieren, wir können mit Giftkarten wegräumen, wir können mit Winzenkarten wegräumen. Wir haben hier eine fast Beschwörung. Philippe, wenn er auf dem Feld bleibt, kann eine relativ interessante Karte sein. Kann immer noch relativ gut Punkte machen. Der Prophet hingegen finde ich eine Karte, die könnte man wahrscheinlich eher rauspacken, weil in, sage ich mal, 5 Spielen hat er vielleicht einmal einen guten Effekt gehabt und selbst da weiß man es nicht, weil der Gegner dann einfach gepasst hat. Von daher ist er wirklich schwierig. Schwierig zu beurteilen, ich mag die Karte aber auch an sich nicht so, weil, ja, vielleicht sollte man ihn irgendwie mindestens als 7 für 7 mit dem Block ausspielen lassen, weil andere Nilfgaard-Karten, klar, die können den Einsatzeffekt nicht blockieren, aber vielleicht blockieren sowas, was man gut blockieren könnte. Von daher ist der Prophet in manchen Fällen schwierig. Ja, Maskenball ist immer noch relativ lustig. Ich mag das Deck relativ gerne. Wie gesagt, sehr kontrolllastige Option. Mit Maskenball können wir Karten vergiften, Mundschenk und den Fangziehen können wir Karten vergiften, weil Morlheim Dienerin können blockieren oder Gift ein bisschen umschieben, durstige Damen sorgen dann für ordentlich Punkte, Heulemacher und Ring in der ersten Runde größtenteils für Tempo da, Kevate sorgt dafür, dass unsere stärksten Karten ziehen, Reisegefährten, dass wir den Push in der zweiten Runde überleben, weil dann können sie mit 4 Punkten rauskommen, plus wir können auch was Gutes ziehen und man muss seinen Maskenball vielleicht nicht in der zweiten Runde ausspielen. Alles in allem ist Maskenball immer noch eine Karte, die kann man durchaus spielen. Sie zählt momentan nur nicht zu den stärksten nilfgaardischen Decks, aber das werdet ihr selber wahrscheinlich gleich bei den Matches sehen. Ich mag ihn doch noch relativ gerne. Und mal gucken, vielleicht irgendwann in naher Zukunft könnte Maskenball wieder ein solider Decktyp werden. Früher war es halt für 2 Jahre lang das einzige Deck, was Nilfgaard wirklich relativ gut gespielt hat. Ich habe immer so das Gefühl, dass Nilfgaard, wenn sie einen Archetype hat, wirklich vielleicht nicht so viel Auswahl hat, aber selbst momentan mit Reans oder Assimilieren, Terra Nova, gibt es doch noch ein paar, sage ich mal, bessere Archetypes, die man momentan spielen könnte. Und ich glaube, die Auswahl bei Nilfgaard ist auch gar nicht mehr so klein, wie sie mal vielleicht vor 2 Jahren war. Weil vor 2 Jahren hatte man nur Maskenball, deswegen wurde er genervt. Mittlerweile könnten sie ihn vielleicht wieder ein bisschen puffen. Aber gut, viel Spaß bei den Runden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wie gesagt, kann sein, dass die nächsten Tage erstmal wieder keine Gwent-Folge kommt. Wir wollen uns noch die letzten 2 wirklichen Karten angucken, die wir noch nicht richtig gespielt haben, bis auf den Troll. Das heißt, wir werden definitiv nochmal nördliche und wir werden definitiv nochmal Monster spielen in den nächsten Tagen. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Schätze wirklich so gut angekommen sind bei mir. Welche ich als sehr gut empfinde, welche ich als nicht so toll empfinde. Das werden wir sehen. Bis dahin, haut da rein und ciao. Nördlicher. Ich meine, das könnte ganz interessant sein. Okay, wir legen Meuchelmörder ab. Moment, sollte Ring der... Okay. Ring der Gunst ist eine Karte, die sollte ursprünglich immer auf deiner Starthand sein. Wir haben ihn aber gerade durch Mulligan nachgezogen. Ich glaube, das Ding, wie das Ding gescriptet ist, ist, dass es immer, wenn das Spiel startet, in den obersten 10 Karten ist. Wenn es aber die oberste 10. Karte ist und Kevate schiebt sich dazwischen, dann ist er die 11. Karte und er startet nicht automatisch in unserer Hand. Das ist auch mal was.
Das ist eine Interaktion, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Also wir haben ihn ja gerade nachgezogen, er war nicht auf unserer Starthand. Ich glaube, das ist das Damendeck, was mit den Belagerungsmaschinen spielt. Das ist die andere Sache, das hätten wir vielleicht mal testen müssen, aber dann hätten wir die Starthand behalten müssen, die war richtig kacke. Okay. Ja, Frage ist, ich würde ganz gerne erstmal unseren bei Morlhems sichern. Interessant auch, dass er auch mit Reisegefährten spielt. Nein! Egal, wir haben noch einen Vincent. Wir setzen nur nicht mehr sehr viele Statuseffekte. Okay, oder er spielt Belagerungsmaschinen? Es wird ein ziemlich mächtiger Vincent. Aber sein Schneeglöckchen wächst auch noch weiter und der hat auch noch Bruchhold. Ich frage mich, was er noch hat. Ich pass mal. Spielen wir Kevade erst nächste Runde aus. Hier, wir haben einen weiteren Fäulemacher. Bei Morlhem, ich denke, wir brauchen nicht zwei Jäger. Yennefer. Radovid. Radovid ist eigentlich eine ziemlich coole Karte, den will ich mir eigentlich klauen. Weil der gibt uns auch nochmal zwei Blocks mehr. Den werden wir definitiv blockieren. Und weil wir es können, werden wir wahrscheinlich auch nochmal den Block umschieben. Ich meine, er wird wahrscheinlich seine Zauberin relativ häufig nochmal ziehen. Er hat nur 6 Karten im Deck. Aber wir haben für die letzte Runde noch einen Maskenball. Okay, ich will Vincent eigentlich behalten. Ich denke mal, der wird auch noch weiterspielen, oder? Der wird noch zwei Karten ausspielen. Wir haben doch, nachdem wir Radovid gemischt haben... Nachdem wir Radovid hochgelegt haben, haben wir Kevade gespielt. Das heißt, Maskenball wurde noch umgelegt.
Okay. Seine Priesterin richtig hochdrücken. Vernon. Er zieht zwei zufällige Karten. Er zieht die Priesterin, die drei Ladungen erhält. Okay, das reicht nicht aus von den Punkten. Er hat aufgegeben. Er hat sich komplett auf RNG verlassen, so wie es aussieht. Er wollte beide Priesterinnen anscheinend auf einmal rausziehen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Ja, gegen sowas kann Maskenball vielleicht ganz gut sein, gegen so ein Deck, ne? Das hätte er vielleicht nicht tun sollen. Und selbst wenn er gepasst hätte, wir hätten nächste Runde immer noch den Maskenball gehabt. Wir hätten den Verteidiger rein theoretisch komplett entfernen können. Zur Not was vergiften können. Wir hätten mit Radovid noch Blockaufladungen benehmen können. Gut, die haben natürlich nur einen Schleiereffekt, ne? Aber ja. Assimilieren. The North shall tuck tail and beg for mercy. Oder ist es Mill? Okay, wir brauchen Experimentelles nicht. Ich glaube, ich würde noch einen Diener ablegen. Oder eine Dienerin. Ich glaube, eine Dienerin legen wir ab. Egal, den kann ich nächste Runde zurückmischen. Ich habe Angst, dass es ein Mill-Deck ist. Der Welt gegen Mill ist immer so. Onward, Sons of Nilfgaard. Ja, ich denke, wir werden den Feldweh blockieren. Ich meine, wir könnten ihn winzen. Und ran für die erste Runde sieht sowieso nicht so toll aus. Eine Bestechung. Ich denke, er wird kaum was Gutes bei uns rausziehen. Aber wir spielen sehr spezielle Karten. Weil mit Vincent würden wir jetzt schon heftig Druck aufbauen. Und zur Not haben wir immer noch den Ring. Ich glaube, ich würde sogar Vincent benutzen. Dann haben wir nächste Runde einen Fäulemacher. Dann hätten wir jetzt noch eine Yennefer. Wir hätten noch einen Ring. Okay. Ich meine, er könnte sich jetzt Vincent mit dem Terra Nova holen, aber... Naja, doch Spionage geht, aber wir haben nicht so viele Karten, die sich so stark hochbuffen. Außer vielleicht Reisegefährten. Just a peek. That is all I need. A fine vintage it would have made. Ich denke, ich werde den Ring jetzt schon für 12 Punkte benutzen. Okay, wir haben die erste Runde auf Even gewonnen. Wir haben Reisegefährten, wir haben Maskenball, wir haben noch hier eine fast Beschwörung. Wir könnten uns rein theoretisch einen Terra Nova klauen. Das sieht eigentlich, und wir ziehen unsere besten Karten nach. Wir können versuchen, auf ein 2-0 zu gehen, wenn wir wollen. Der Prophet könnte auch ganz lustig sein. Wir könnten sogar mit dem Philippe anfangen und könnten dann Maskenball ausspielen. Gegen Assimilieren nur Philippe zu spielen, ist irgendwie immer so doof.
Bitte kein Blockierer, aber Nilfgaard hat viele Blockierer. Okay, das ist okay. Den können wir mit der Anführerfähigkeit blockieren. A taste of Nordling, is it? Schub. Blockieren. Okay, wir können entblockieren. Reisegefährten kommen nur raus. Ziehen aber nochmal einen Fäulemacher nach, was ganz gut ist. Ich meine, Schub ist auch ein ordentliches Giftziel. Und nächste Runde, wenn er jetzt unseren Philippe nicht wegkriegt, können wir ihn sogar sofort vergiften. Ja, natürlich kriegt er einen Blockierer noch. Okay, was will er sich holen? Wahrscheinlich hier eine fast Beschwörung. Ja, und er nimmt unsere Reisegefährten weg. Nächste Karte, die wir ausspielen, muss aber der Prophet sein. Das letzte Nading könnten wir nochmal eine durstige Dame rausholen, wenn wir wollen. Vielleicht hat er auch nur als einzige Einheit Tiranoa auf der Hand, dann ist der Prophet gar nicht mal so verkehrt. Okay, ein Illusionist wird blockiert. Ja, das ist okay. Frage ist, was will ich als Einheit rausholen mit dem fürstlichen Erlass? Durstige Dame wäre gar nicht so verkehrt, aber wir setzen nur noch einmal Gift. Also wäre die durstige Dame nur 5 Punkte, aber es müsste ein Adeliger sein. Mit dem Maskenball. Also ist wahrscheinlich doch durstige Dame das Beste. Haben wir irgendwas bis jetzt Spionage gegeben? Ich glaube noch gar nicht, ne? Defeat them with hunger, crush them with thirst. Das heißt eigentlich zum Klauen, ich meine, wir könnten uns Terranova klauen, aber wir können nichts mit ihm erschaffen. Dathan würde uns auch nicht wirklich sehr weiterhelfen. Und eine Giftkarte. Aber selbst wenn seine letzte Karte jetzt noch eine Spionagekarte ist. Sagen wir mal, er holt sich noch eine hier, einen Fangzahn. Fangzahn würde ihm quasi einen Punkt abgezogen. 3 plus 9. Das wären nur 12 Punkte. Das heißt, wenn wir jetzt noch was klauen wollen, würden wir wahrscheinlich gewinnen. Das löst Assimilieren noch ein weiteres Mal aus, aber ich glaube, wir beginnen trotzdem. Ja, weil wir noch geklaut haben. Okay. Ja, gegen sowas funktioniert Maskenball tatsächlich noch, ne? Wie gesagt, aber wir haben es jetzt. Weißt du, ich sag noch so, ja, die spielen jetzt alle Goldnecker.
Keiner spielt mehr wirklich Hitzewelle. Das erste Matchup, was wir treffen, Hitzewelle. Das zweite Matchup, gut, der hat ein bisschen verkackt. Aber das dritte Matchup jetzt auch wieder keine Hitzewelle. Aber trotzdem keine Neckardecks bis jetzt gesehen. Ich weiß nur nicht, ob mir der Fürstliche Erlass so gefällt. Weil der Fürstliche Erlass ist mit Kelvate, es ist halt noch eine Taktikkarte. Vielleicht würde sich doch irgendwie sowas wie Bratan noch lohnen. Dann hättest du wenigstens im Möhr Nilfgaard noch eine Möglichkeit, was zu klauen. Und zwar einen Bratan. Das wäre nämlich das beste Ziel, weil gegen Assimilian hast du mit Beschwörung nicht wirklich ein tolles Ziel. Ja, Wannemar kann echt gut sein, ne? Fürstlicher Raus, Bestechung und Wannemar rein, weil mit dem Propheten hast du auch was. Okay, das könnte ein Neckardeck sein. Ich meine, Vincent ist gegen Ciri schon mal direkt eine Antwort. Mit der Anführerfähigkeit wird der Philippe sehr leicht wegbekommen. Das heißt, ich will da erstmal ein paar Einheiten ausspielen. Ich denke, das erste, was wir ausspielen, ist ein Kevet. I shall not repeat Emir's mistakes. Okay. In Megaskop. Ich denke, wir werden Philippe schon benutzen. Weil er hat eh genug Möglichkeiten, ihn wegzuhauen. Er will you not. Okay, Koralla. I can do a great deal more for you. What will you do? Wir haben noch den Ring. Okay, unser Ring hat nur nicht so viele Punkte. Okay, jetzt muss ich gucken. Reicht ein Vergifter aus? Wir kriegen 2 Punkte mit der durstigen Dame plus nochmal 12. Dann 14 Punkte. Das würde ganz knapp nicht ausreichen. Ich glaube, wir müssen noch einen Anführer dazu benutzen. Aber dafür haben wir den ja. Okay. Jetzt haben wir eine lange Runde. Er kann sich seine Ciri als Carry overholen. Das ist okay für mich. Wir ziehen nur unsere besten Karten nach. Das heißt, wir würden noch den Propheten und Mundschenk nächste Runde nachziehen, in Verbindung wahrscheinlich mit einer durstigen Dame. Ich glaube, die Hand können wir so lassen. Fürstlicher ist wieder, ja, Fürstlicher ist das, was wir haben wollen. Ein Fangzahn wahrscheinlich. So kann er den Kompass und sein Schwert nur einmal benutzen.
Wir können auch noch mit Fürstlichen das rausholen, was mit Yennefer zurückliegen, Junot oder so. Experimentelles wäre eigentlich ein 8-Punkte-Bär. Dann nehme ich lieber die durstige Dame. Und er spielt auch keine Hitzewelle. Das heißt, unser Szenario wird nicht zerstört, was der größte Vorteil ist. Was wir nur daran denken müssen, ist, dass wir Fäulemacher ausspielen. Hier nimmt das Schild weg. Womit fangen wir an? Wir können mit dem Szenario, wenn wir wollen, anfangen. Die durstige Dame wird er uns nur wegnehmen, aber ich denke mal, ein Achter zum Vergiften ist das Beste, was wir mitkriegen. Ist Yalma das beste Ziel, was wir uns klauen können? Ich meine, Yalma, wir könnten Achter entfernen, ne? Aber ich will Yalma irgendwie nicht klauen. Ich will erstmal dafür sorgen, dass wir nicht unser Magier nachziehen. Okay, er trifft alle drei hinten. Und der goldene Neckar. Wenn er jetzt den Kompass erwischt, hat er natürlich Arschkarte. Das ist ein Bär, es ist ein Fürstlicher und es ist die Fiole. Bär schädigt sich erstmal nur selber. Okay, er hat keine Einheiten mehr für den fürstlichen Erlass. Ich meine, wir können Yalma jetzt klauen. Yalma ist jetzt echt ein gutes Ziel. Ich würde nur ganz gerne erstmal mit der Vermorlem-Dienerin das Gift verteilen. Weil jetzt können wir noch mal zwei Einheiten vergiften. Eine mit dem Mundschenk. Wir müssen nur gucken wegen dem Propheten, ne? Der Prophet müsste nächste Runde benutzt werden. Will ich schon Vincent raushauen? Ich meine, er wird auch noch eine Morg haben. Ich denke, Yalma ist trotzdem das Beste, was wir entfernen könnten. Morg wird auch noch mal ordentlich reinhauen, aber wir haben noch einen Maskenball und wir fähren mit Vincent nach da und mit dem Gift noch mal nach da. Nächste Runde muss der Prophet kommen, ansonsten blockiert er nicht mehr. Das heißt, wenn er jetzt Junot nicht ausspielt, haben wir eine hohe Chance, dass Junot vielleicht blockiert wird. Okay, er hat noch Schwert, er hat noch Kompass. Was ist die nächste Karte? Und seine letzte Einheit, die er auf der Hand hat, falls er noch eine hat, die ist blockiert.
Okay, er hat keine Einheit mehr auf der Hand. Er hat noch Schwert und er hat noch Kompass. Das wird garantiert ein Morg. Weil Morg macht einfach mal fett 18 Punkte. Ich glaube, das könnten wir knapp verlieren. Wir hätten vielleicht die Blutung vorher setzen sollen. Okay, seine letzte Karte ist das Schwert. Jaima macht bei uns 10 Punkte, das Schwert macht 17. Ist zu viel. Jaima ist zwar ganz nett, aber ich glaube, das reicht nicht aus. Das Beste, was wir entfernen können, ist eine Achter. Na, 3 Punkte zu wenig. Schade. Knappes Ding. Hätten wir irgendwas an... Ja, Morg ist halt das Problem, ne? Reisegefährten. Morg ist ziemlich gute Karte gewesen. Aber wir haben jetzt Reisegefährten auch nicht unbedingt lange auf der Hand behalten. Hätte ich noch irgendwas anders machen können. Mehr Gift hätte ich nicht wirklich verteilen können, ne? Und wir hatten schon Glück, dass einen seiner Neckar tot war. 3 Punkte, knifflig. I deserve better. Ich hatte dich. Abnormal. I forgive you. This time. Moin Platonios. Das war so klar. Es war halt einfach so klar. Wir können Fürstlichen eigentlich erste Runde benutzen für das, was wir haben wollen. Oder wir sparen ihn uns für später auf. Aber ich glaube, ein Fäule machen wird mir ganz gut gefallen. Wobei, den können wir auch später nachziehen, ne? Ich glaube, wir können eine durstige Dame wegwerfen. Ja, auf Ostern. Okay. Kopfgeld würde ich tatsächlich ganz gerne läutern. Hier haben wir auch noch der verfluchte Alas. Ich meine, wir können noch ein bisschen Giftkarten ausspielen. Interaktion mit Kambi, du könntest vor dir eine Morg oder sowas abwerfen. Und dann kriegst du die Punkte von dem. Das ist die einzige Interaktion mit Kambi, die mir so spontan einfällt. Also Karten, die von der Hand halt abgeworfen werden wollen. Und du nimmst dem Gegner halt eine seiner taktischen Karten. Es könnte eine Nilfgaard-Karte sein. Okay, wir benutzen den Ring auf dich. Ja, zum Beispiel Eis. Eis könnte auch funktionieren, wenn du Hingabe hast. Wobei, verwirft Kambi die Karten? Das ist die Frage, weil es muss verwerfen. Ah, ich wusste, dass er Moritz hat. Reicht aber von dem Punkt nicht aus, wir können auch passen.
Er benutzt sogar noch seine Bank. Das ist heftig. Wahrscheinlich, weil er nur gute Karten auf der Hand hat. Okay, wir ziehen Ball nach, wir ziehen Yennefer nach und wir ziehen Philippe nach. Wenn wir jetzt noch eine Karte ablegen, ziehen wir Fäulemacher nach. Und zwar, nee, Prophet erstmal, ne, und dann Fäulemacher. Heißt, wir ziehen Propheten nach. Will ich Prophet ablegen? Wenn wir ihn brauchen, können wir die Runde mit Fürstlichen rausholen. Wir können aber auch einen Fangzahn ablegen, weil ich glaube, Fangzahn bringt uns nicht mehr sehr viel. Und er will pushen. Wir könnten auch noch den Fürstlichen aufheben, um uns wirklich eine durstige Dame. Durstige Dame würden wir nächste Runde nachziehen, wenn wir die Runde beide Fäulemacher benutzen. Es geht nur darum, dass ich halt mindestens zwei A-Leger auf der Hand behalten will. I bring death. Quite literally. Licht ihn zerstören. Ich glaube, ich lasse es mal noch. Ah, ich glaube, wir benutzen beide Fäulemacher die Runde. Falsche Karte getroffen. Professor ist tatsächlich ganz nett. Ich glaube, den klaue ich mir nochmal von ihm. Ich muss aber sagen, dass mir Maskenball mit Reisegefährten wesentlich besser gefällt, weil ein Riesenproblem, was Maskenball hatte, war einfach das Tempo. Ich denke, Philippe wird uns in der kürzeren Runde nichts mehr bringen. Das heißt, wir spielen immer noch aus. Dann können wir nämlich noch zum Notenmeeresschakal blockieren. Ich denke, nächste Runde werden wir Propheten spielen. Die nächste Einheit, die er jetzt spielt, könnte blockiert werden, was vielleicht ein Vorteil ist. Wenn er jetzt noch eine schlechte Einheit hat, dann ist das ganz gut. Das heißt, wenn er jetzt wirklich mit dem Savola finishen will, geht's nicht. Es sei denn, er hat noch eine andere schlechtere Einheit auf der Hand. Das ist irgendwie das Problem am Propheten. Du weißt nicht, wie gut der Prophet war, ne? Aber er hat ihn zum Passen verleitet. Also vielleicht war es kein schlechter Prophet. Wir haben einen Kartenvorteil. Es ist halt so schwer, diese Karte einzuschätzen. Man müsste echt wissen, was der Gegner auf der Hand gehabt hat. Wenn wir seinen Zavola blockiert haben, hat uns vielleicht den Arsch gerettet, die Karte. Aber das können wir halt nicht einschätzen. Okay, wir könnten von ihm aus dem Friedhof zivilischen Verkäufer. Naja, bringt uns nicht viel, bräuchten da eher Münzen noch vorher, ne? Steuereintreiber sind auch nicht wirklich toll für uns. Ich möchte fast Experimentelles ablegen. Gift könnte noch nützlich sein. Die Dienerin könnte auch helfen. A taste of Nordling, is it? Weil mit Dienerin und Gift könnten wir zumindest noch zwei Karten vergiften.
Der Prophet bleibt der stille Held, ja. Der Prophet bleibt wirklich der stille Held. Wir hätten vielleicht sogar Experimentelles behalten können für den Shady Dealer mit noch einer Giftkarte, weil Professor hätte uns die Münzen gegeben. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, die Dame ist auch nicht verkehrt. Okay, ich glaube, er will uns unsere Damen wegschießen. Okay, hat schon aufgegeben. Ja, das war jetzt so viel in der Reihenfolge, weil wir hätten zuerst Professor spielen müssen. Aber der Gegner hätte keine Möglichkeit gehabt, zu uns gebracht. Ja, also wir hätten den Furchtbringer auf jeden Fall mit dem Winzen zerstören können, ne? Und wir hätten auf jeden Fall noch was zerstören können. Also ich weiß nicht. Vielleicht hätte er, aber er hat die Damen weggenommen. Vielleicht hat er auch keine Münzen mehr jetzt für Savola. Ich weiß nicht, was er auf dann gehabt hat. Prophet ist halt echt schwer einzuschätzen. Aber an sich, ich glaube, Maskenball wirst du, wenn du Maskenball diese Season spielen willst, allgemein Maskenball spielen willst, du wirst das, glaube ich, nicht mehr mit Hingabe spielen. Das Problem an Hingabe-Maskenball ist, es ist einfach zu langsam. Und nur wegen dem Usurper da Hingabe zu spielen, das Problem bei Maskenball war immer die erste Runde. Das ist, glaube ich, schwer. Das heißt also quasi, wenn du den Ring nicht hast, den momentan jeder spielt, könntest du dir an Punkten fehlen. Nilfgaard or nothing. We're glad we made the right choice. Edhard Nilfgaard! Gwent, the Witcher card game.